Space Marine 2, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock drauf? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich mega auf das Spiel und ich kann nicht aufhören, Gameplay dazu anzuschauen und mir jetzt auch einiges an Arbeit zu machen, denn heute im Video habe ich für euch einen Guide, einen ersten zum Einstieg, was das Thema Waffen in Space Marine 2 angeht. Ich habe euch da auch noch eine Übersicht erstellt mit meinen eigenen beiden Händchen, wo ihr herausfinden könnt, welche Waffen sich am meisten lohnen, von Anfang an dabei zu haben und zu leveln, mehr dazu gleich, und welche sich vielleicht am wenigsten lohnen, beziehungsweise welche Besonderheiten es da insgesamt gibt bei den jeweiligen Klassen. Wir haben ja in einem letzten Video schon über die Klassen im Detail gesprochen, über 30 Minuten lang. Ich denke, wenn euch das interessiert, schaut unbedingt da vorbei. Ich verlinke euch das irgendwo. Nur noch kurz den Hinweis, relics.de/newsletter. Gerne mal reinschauen, abonnieren, falls ihr bei meinem Figurenshop dabei sein möchtet, wenn der startet. Ich starte einen eigenen Online-Shop mit Actionfiguren und so weiter und so fort. Ihr bekommt einen Gutschein von mir und die Ankündigung, wenn es losgeht, sobald mein Shop startet, dann kriegt ihr einen fetten, schönen Rabatt. Deshalb schön, wenn ihr da mit einsteigt. Jetzt starten wir aber mit den Waffen in Space Marine 2 und da gehen wir erst einmal auf die Grundlagen ein. Es gibt bei Space Marine 2 Primärwaffen, Sekundärwaffen, Nahkampfwaffen und Granaten. Und je nach Klasse, denn im PvE Operations Modus und im PvP Modus spielt ihr ja Klassen, ihr habt da die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Klassen, kann jede Klasse nur ganz bestimmte Primärwaffen, Sekundärwaffen oder Nahkampfwaffen tragen. Und darauf gehen wir heute nochmal auch im Detail ein. Bevor wir aber wieder in die Richtung Klasse abdriften, gehen wir zur Waffennutzung. Die wird nämlich wichtig sein, wenn ihr in die Missionen geht, denn ihr bekommt für die ausgerüsteten Waffen, die ihr in einer Mission nutzt, Erfahrungspunkte. Zum Missionsende habt ihr Erfahrung gesammelt, da wird sozusagen abgerechnet und dann bekommen die Waffen, die ihr dabei hattet, einen bestimmten Anteil von der Erfahrung. Und mit den Erfahrungspunkten levelt ihr die Waffen auf. Was es damit auf sich hat, besprechen wir dann gleich weiter. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, kurz noch die Info zu Loadouts. Wenn ihr in der Basis seid, also wenn ihr nicht in einer Mission seid, seid ihr wahrscheinlich in einer Basis, wo ihr einfach auch eure Klasse wählen könnt, eure Cosmetic-Zeug verwalten könnt, aber zum Beispiel auch Loadouts anlegen könnt. Ihr habt in Space Marine 2 die Möglichkeit, 3 Loadouts zu definieren. Das heißt, ihr bestimmt in jedem Loadout-Slot, welches Primärwaffe, welche Sekundärwaffe und welche Nahkampfwaffe ihr in diesem Loadout definieren wollt und speichern wollt. Ihr legt dann bis zu 3 Loadouts fest und das macht deshalb Sinn, weil ihr in den Missionen an bestimmten Terminals die Möglichkeit habt, zwischen eurem Loadout zu wechseln. Ihr habt also dann diese 3 Loadouts zur Verfügung. Wenn ihr sagt, ich spiele immer mit dem gleichen Loadout, dann definiert einfach dieses gleiche Loadout nochmal, denn wenn ihr dann da drauf drückt, dann wird wenigstens eure Munition auch wieder aufs Maximum aufgefüllt. Es macht aber durchaus Sinn, diese 3 Loadout-Slots zu definieren mit unterschiedlichen Waffenkombinationen, weil es ja zum Beispiel Abschnitte geben könnte in Missionen, wo einfach viel mehr Monster auf euch zustürmen. Bei manchen Abschnitten in manchen Missionen könnten potenziell Bossmonster auf euch warten oder mehr Feinde aus der Entfernung auf euch ballern. Und je nachdem lohnt es sich ja, sein Setup entsprechend anzupassen mit Waffen, die sich für diese jeweilige Situation eignen. Gehen wir jetzt aber weg von den Loadouts und zurück zur Waffenerfahrung. Mit den Waffen, die ihr im Kampf dabei habt, sammelt ihr also nach jeder Mission Erfahrungspunkte. Und damit levelt ihr die Waffe auf. Ihr habt bei jeder Waffe die Möglichkeit, unterschiedliche Waffenqualitätsstufen freizuschalten. Das ist einmal Mastercrafted, das ist Artificer und das ist Relic. Auf jeden Fall, diese 3 Waffenqualitätsstufen gibt es und innerhalb von diesen Qualitätsstufen befinden sich eine oder mehrere Waffenvarianten und diese unterscheiden sich
von der Grundvariante der jeweiligen Waffe, die ihr am Anfang eben habt. Das heißt, ihr habt in jeder Waffenqualitätsstufe unterschiedliche Adaptionen oder Modifikationen von der jeweiligen Waffe. Die hat zum Beispiel eine schnellere Schussrate, schnellere Nachladefähigkeit, ein größeres Magazin, mehr Treffsicherheit, solche Dinge. Und dadurch unterscheiden sich diese Varianten voneinander, zudem auch durch ihr Aussehen, wie sie optisch einfach rüberkommen. Ihr braucht aber, um diese Waffenqualität bei jeder Waffe freizuschalten, Datenfragmente. Die zeige ich euch bestimmt auch im Video nochmal kurz an. Diese Datenfragmente bekommt ihr, indem ihr zum Beispiel Klassenprüfungen besteht. Bei jeder Klasse habt ihr die Möglichkeit, 3 Prüfungen anzugehen und je besser ihr in diesen Prüfungen performt, umso bessere Belohnung bekommt ihr, unter anderem dann auch ein Datenfragment. Des Weiteren gibt es in jeder Mission wahrscheinlich versteckte Servoschädel und wenn ihr die findet, dann bekommt ihr von denen auch Datenfragmente. Zudem erhaltet ihr es durch das Abschließen von den Operations, also den PvE-Missionen, wahrscheinlich auch durch PvP, würde ich jetzt mal vermuten, durch das Töten von zufälligen Minibossen, die während Missionen auch auftauchen können und die Seltenheit von diesen Datenfragmenten, denn es gibt sie ebenfalls in Mastercrafted Grün, in Artificer, also so lila, violett, würde ich jetzt mal sagen, und Relic, dieses orange-gelbe. Diese Seltenheitsstufen gibt es auch bei den Datenfragmenten. Und welche Datenfragmente ihr bekommen könnt, hängt wahrscheinlich hauptsächlich von dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab, den ihr ausgewählt habt für eure jeweilige Mission. Das heißt, der härteste Schwierigkeitsgrad gibt euch Relic-Datenfragmente, der niedrigste Schwierigkeitsgrad gibt euch die grünen Mastercrafted-Datenfragmente. Und ihr braucht es für die jeweilige Qualität natürlich dann auch entsprechend das Datenfragment, um das dann auch freischalten zu können. Dann gehen wir mal weg von diesen Varianten und konzentrieren uns nochmal auf die Waffenqualität, also auf diese 3 Qualitätskategorien, die wir jetzt gerade eben auch besprochen haben. Ihr habt da nicht nur die Möglichkeit, Varianten freizuschalten, sondern wenn ihr diese Variante freischaltet, schaltet ihr auch automatisch einen Meisterschaftspunkt frei. Was macht ihr jetzt mit diesem Meisterschaftspunkt? Bei jeder Waffe habt ihr einen Fähigkeitsbaum, den ihr im Menü einfach durch Knopfdruck auswählen könnt bei jeder Waffe. Und die Meisterschaftspunkte könnt ihr dann in einen Skilltree sozusagen investieren, in die jeweiligen Linien, das miteinander kombinieren und dann erstreckt sich das durch die jeweiligen Qualitätsstufen hindurch. Ihr wählt dann zum Beispiel einfach passive Boni für die jeweilige Waffe, zum Beispiel nochmal schnelleres Nachladen, mehr Reichweite, mehr Schaden auf Kopfschüsse, was auch immer. Es sind solche kleinen Verbesserungen, die ihr da mit den Meisterschaftspunkten freischalten könnt für diese spezifische Waffe. Das heißt, ihr könnt nicht Meisterschaftspunkte horten bei einer Waffe und die dann bei einer anderen Waffe investieren, sondern das bezieht sich immer nur auf diese eine Waffe, wo ihr auch Datenfragmente investiert habt, wo ihr auch Erfahrungspunkte jeweils dann geschafft habt bis zu der jeweiligen Waffenqualitätsstufe, damit ihr dort in dieser konkreten Waffe weiter voranschreiten könnt. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt für jede konkrete Waffe. Wenn ihr Erfahrungspunkte sammelt, ja, es füllt sich diese Waffenerfahrungspunkte-Leiste für euch auf, für diese konkrete Waffe. Ihr könnt dann Waffenvarianten aber nur freischalten, indem ihr Requisitionspunkte investiert. Was ist jetzt das schon wieder? Requisitionspunkte sammelt ihr zum Beispiel durch diese Prüfungen von den jeweiligen Klassen, aber auch durch Operations, durch den Abschluss von diesen Operations. Wahrscheinlich wird es auch noch weitere Möglichkeiten geben, diese Requisitionspunkte zu sammeln. Jetzt kommt aber was ganz Wichtiges hier. Man kann diese Requisitionspunkte sehr, sehr leicht ausgeben, nämlich für Cosmetics. Cosmetics kosten meistens Requisitionspunkte, aber ihr solltet aufpassen, ob ihr das tatsächlich dort ausgeben wollt oder nicht viel lieber für die Waffenqualitätsvarianten. Ich hoffe, soweit alles klar für euch, damit ihr einfach wisst, Requisitionspunkte, das heißt diese goldenen Kreise, diese goldenen Taler oder wie auch immer man das jetzt als Symbol bezeichnen möchte,
Diese Dinger sind wichtig für euren Fortschritt mit jeder Waffe, weil ihr euch mit diesen Punkten diese Varianten anscheinend freischaltet. Ich habe es in einem anderen Gameplay mal gesehen, dass diese Varianten auch mit Fragmenten freigeschaltet worden sind. Allerdings scheint es wohl zu sein, dass es doch hauptsächlich auf Requisition ankommt. Hier ist noch ein bisschen Verwirrung. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das einmal so gemacht wurde und einmal so. Um diesen doch relativ komplexen Bereich jetzt auch kurz abzurunden, ist eine erleichternde News, dass man diesen Waffenfähigkeitsbaum für jede Waffe jederzeit ohne Kosten zurücksetzen kann. Falls ihr also merkt, ihr habt das in falsche Fähigkeitspunkte verteilt für die jeweilige Waffe, könnt ihr einfach ein Reset machen, fangt von vorne an. Denn hier habt ihr unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten und könnt so natürlich die Stärken und Schwerpunkte von den Waffen setzen. Und wenn das dann doch nicht mehr zu eurem Spielstil passt oder zu der Klasse, mit der ihr unterwegs seid, dann ist es natürlich ärgerlich, falls man das nicht resetten könnte, aber man kann es und man kann es auch noch ohne irgendwelche Kosten. Also eine sehr gute News. Des Weiteren sei noch gesagt, dass wenn ihr Waffenvarianten freischaltet mit Requisitionspunkten in der jeweiligen Waffenqualitätskategorie, dann schaltet ihr nicht nur eben diese Waffenvariante frei mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, sag ich mal, sondern ihr schaltet natürlich auch das Aussehen von dieser Waffe frei und das könnt ihr frei handhaben dann in Zukunft. Bedeutet, wenn ihr sagt, ich spiele aber am liebsten mit Waffenvariante Y, aber mir gefällt die Optik von Waffenvariante X am besten, dann könnt ihr es kosmetisch so handhaben, dass ihr das Aussehen von Waffenvariante X auf Waffenvariante Y legt, aber effektiv die Waffenvariante Y im Kampf dabei habt. Das heißt, ihr seid völlig frei, was die Optik angeht, da das eben auch Skins sind, die euch dann zur Verfügung stehen. Und last but not least, eigentlich das feinste Schmankerl, was ich für euch aufbereitet habe. Hier im Hintergrund seht ihr diese Tabelle. Ich habe alle Waffen erstmal rausgezogen. Hier seht ihr bei der 1, römisch 1, zum Beispiel römisch 2, ob es eine Primärwaffe ist oder eine Sekundärwaffe. Und in Klammern M dahinter heißt, dass es eine Nahkampfwaffe ist. Und hier habt ihr alle Waffen aufgelistet. Und hier seht ihr jeweils die Klassen, die es dann in den PvE Operations oder im PvP Modus gibt. Ich habe einen Überblick für euch erstellt, welche Klasse welche Waffe tragen kann. Und warum das jetzt auch bezüglich dieses Videos hier extrem Sinn macht. Denn wenn ihr am Anfang noch nicht so genau wisst, welche Klasse euch am besten gefällt, vielleicht möchtet ihr auch alle spielen, dann erübrigt sich das Thema. Aber falls ihr es noch nicht wisst, aber trotzdem effektiv spielen möchtet, dann lohnt es sich eigentlich, auf die Bolt Pistol als Sekundärwaffe zu setzen und wenn möglich dann das Chainsword als Nahkampfwaffe zu nutzen. Denn wie ihr hier seht, sind das die beiden Waffen, auf die die meisten Klassen Zugriff haben. Bolt Pistol können alle Klassen benutzen. Bedeutet, wenn ihr von vornherein die Bolt Pistol im Kampf mitnehmt, diese benutzt, mit der Erfahrungspunkte sammelt, Datenfragmente investiert, um diese Waffenqualitätsstufen bei der Bolt Pistol freizuschalten und dann Requisitionspunkte benutzt, um Waffenvarianten der Bolt Pistol freizuschalten, um diese Meisterschaftspunkte zu bekommen, um die Bolt Pistol dann noch weiter auszuskillen in dem konkreten Fähigkeitsbaum von der Bolt Pistol, dann ist es so, wenn ihr zum Beispiel mit dem Tactical angefangen habt und dann schön fleißig eure Bolt Pistol weitergebracht habt mit dem Fähigkeitsbaum und den Varianten und den Qualitätsstufen und dann plötzlich irgendwann sagt, hey, aber ich möchte eigentlich doch lieber gerne zum Beispiel Vanguard spielen, dann könnt ihr mit dem Vanguard, den ihr ja noch nicht gelevelt habt, also die Klasse selbst noch nicht gelevelt habt, könnt ihr trotzdem mit einer ultrasoliden Bolt Pistol anfangen ins Game zu gehen, die schon richtig Feuerpower hat, richtig reinhaut und die schon richtig krasse Varianten von dieser Bolt Pistol freigeschaltet habt, inklusive Fähigkeiten von dieser Bolt Pistol.
damit das nochmal klar ist, wir haben es nochmal kurz wiederholt fürs Video, diese ganzen Aspekte mit der Progression, was diese Waffen angeht. Und gleiches zählt natürlich fürs Chainsword. Ja, Sniper und Heavy können kein Chainsword nehmen, aber wenigstens 4 der insgesamt 6 Klassen können es. Also sind diese beiden Waffen die am lohnenswertesten, dass man sie im Kampf direkt zu Beginn schon mitnimmt und dort dann die Fortschritte investiert. Bei den anderen, seht ihr, kann man sich ganz schnell verzetteln. Zum Beispiel Tactical, und das ist aber auch eine ganz interessante Sache fürs Video, damit ihr einen Überblick habt. Tactical kann 4 Waffen benutzen, die keine andere Klasse benutzen kann, wie ihr seht. Das heißt, Tactical ist der besonderste Klasse, was die Waffenvielfalt angeht und insgesamt an Waffenarsenal, was ihm zur Verfügung steht. Keine andere Klasse hat so viele Waffen zur Verfügung wie Tactical. Und des Weiteren seht ihr natürlich hier, Heavy bringt wirklich auch ganz eigene Waffenauswahlmöglichkeiten mit in Primärwaffenslot, Heavy Bolter, Heavy Plasma, Incinerator, Multimelter. Ja, ich werde euch im Video wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Waffenvarianten angezeigt haben von jemandem, der ein echt cooles Video dazu gemacht hat, damit ihr seht, wie sich diese Waffen auch spielen. Nur der Sniper hat hier Zugriff zu diesen beiden Sniper-Waffen sozusagen. Na, das sind also wirklich Eigenheiten, die hier manche Klassen mitbringen, wo sonst niemand drauf Zugriff hat. Oder auch hier der Vanguard zum Beispiel mit dem Instigator Bolt Carbon und Oculus Bolt Carbon. Das ist meiner Ansicht nach bisher in anderen Videos noch nicht so krass zum Vorschein gekommen, dass auch der Vanguard zum Beispiel Zugriff auf Waffen hat, die sonst keine andere Klasse tragen oder benutzen kann. Und ja, das wollte ich euch mit dieser Übersicht einfach nochmal verdeutlichen, damit ihr einfach einen Überblick habt, was ist da los bezüglich Waffen. Ne? Auch hier Combat Knife ist nicht so breit gesät, ne, unter den Klassen. Zum Schluss vielleicht auch noch das Power Sword. Wo haben wir es? Wo ist es? Hier. Nur der Bulwark hat hier die Möglichkeit, das Power Sword zu nutzen. Keine andere Klasse kann es. Und genauso ist es beim Assault bezogen auf den Thunderhammer. Ja? Da ist wirklich schön, was die Klassen angeht, zu sehen, dass viele wirklich einzigartige Auswahlmöglichkeiten haben. Hier zum Beispiel auch nochmal Heavy Bolt Pistol. Ne? Also auch sehr, sehr spannend das Ganze. Und in diesem Sinne, Leute, hoffe ich, dass ihr hier einen guten Einblick bekommen habt, was die Waffenprogression angeht in Space Marine 2 und die Waffenauswahl, die euch zur Verfügung steht, hier mit den unterschiedlichen Klassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt es gerne mit euren Freunden oder wo auch immer ihr es für sinnvoll und hilfreich erachtet. Würde mir natürlich sehr helfen. Lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video bald wieder, Leute. Macht es gut und we'll be right back.